Also wir haben ja heute 7.850 Melderekord-Voranmeldungen gehabt. Wie siehst du denn das so bei diesem Wetter? Der Hamburger sagt flüssige Sonne oder wie muss man das interpretieren? Es waren alle da. Es hat keiner irgendwie Tutzal geblasen. Ach, dieses Hamburger Wetter. Es waren wieder alle Laufbedingungen. Ich freue mich, weil das ist genau mein Wetter. Wenn es so warm ist wie letztes Jahr, bringt nicht so wirklich Spaß. Schwitzen wird man später sowieso und von daher macht dieses kleine bisschen Regen gar nicht viel aus. Weather shouldn't really matter. It's actually the temperatures are quite nice, so they're good for fast times, I think. Großartig. Also Top-Bedingungen. Anfangs, die ersten 10 Kilometer, war es eine große Gruppe, war 28,40 durch über 10 und das war ein Höllentempo. Haben einige mit etwas schlechteren Zeiten dann bezahlen müssen, die waren zu schnell angegangen. Und es ist Spannung dabei, für die Zuschauer ist das interessant. Es wird selbst bei Überrundung unten am Hafen, die Leute kriegen Beifall und das pusht die auch. Das hast du ja noch nie erlebt, aber es ist wirklich Gänsehaut-Feeling pur. Peter Sohme als Favorit angereist. 2:05 hat er stehen gehabt. Ist die ersten 10 Kilometer auch mit 28,40 mit durchgeballert und stürzt dann bei Kilometer 14. Kann nicht wieder aufschließen. Also die anderen waren ja auch nicht doof, die haben dann Gas gegeben, oder? Shit happens. Und es ist ein Wettkampf, den geht die Konkurrenz vorbei. It was so unfortunate after Peter was falling, so I tried to reduce the pace so that he can catch up with me, but I think he was struggling, so I just ran in front and I was leaving him behind. Großartig, dass er sich noch mal wieder aufgerappelt hat, denn der Sieg beim Heller Hamburg Halbmarathon, der zählt was und tja, jetzt ist er Dritter geworden. Charles Wachira Meiner. Ich komme ja bei diesem Namen immer durch den Tüdel. Also irgendwas klingelt da, aber das kriege ich noch nicht zusammen. Haben wir den schon mal bei uns gehabt? Und wenn ja, wann war das und wo? Ach, ich bin doch kein wandelndes Lexikon, aber der Name sagt mir, er war beim Alsterlauf schon mal sehr erfolgreich. Ich glaube, er war der zweitschnellste jemals beim Alsterlauf. Und dann sind wir noch neu. I was expecting something like number two, but it was good luck and the weather was good for me, so I was running at my comfortable pace and I feel great. Bei den Damen war Agnes Mutune, Mann, 2 Minuten schneller als vorher fast oder? Ja, die Agnes läuft Streckenrekord bei blauem Hamburger Regenwetter auf glitschiger Strecke, großartig gemacht. Schnelle Hamburger Strecke. So, unser schnellster Hamburger kommt über die Zielmauer. Das ist aber nicht nur, sondern vor ihm unser neuer HSVer Blitz. Ab der Arm und er schlägt in seinem Auftaktrennen nur auf den Kretscher. Ab Kilometer 15, 16 hatte ich Treffe. Mein Vereinskollege überraschenderweise sehr stark, sogar hat mich am Ziel 2 Sekunden abgenommen. War jetzt okay, bin zufrieden bei den Bedingungen. Ja. Anfang. Ein bisschen Wasser von oben war nicht schlecht. Der Regen ist natürlich sehr zuträglich, weil man dann nicht so schwitzt. Das war klasse. I like it because the weather will be not so hot. Ich fand das sehr erfrischend. Ich fand das Wetter war perfekt. Ach, dieses Hamburger Wetter. Es waren ideale Laufbedingungen. Es war, haben wir gesagt, etwas rutschig vielleicht, aber es war
nicht zu heiß. Es war kein Wind in Hamburg. In Hamburg kein Wind. Leichter Nieselregen. Danach war es trocken, also Top-Bedingungen. Aber jetzt ist es natürlich super. Wir hatten gedacht, dass es mehr regnet. Das Wetter ist ja super geworden, also optimale Bedingungen. Sehr anstrengend, aber sehr belebend und wirklich sehr, sehr schön. Ja, war genial. Mein erster Halbmarathon. Ich bin begeistert. Die Strecke ist cool, die Mitläufer waren rücksichtsvoll, wunderbar. Absolut perfekt. Alles gut gelaufen. Und es ist absolut geil. Und ich bin sehr zufrieden. Es war gut. Schmerzhaft, aber gut. Gut durchgekommen. Die letzten 5 Kilometer gequält, aber ich bin im Ziel. Jetzt habe ich nur Durst, will meine Medaille und mich selber feiern. Tolle Motivation, Teilnehmerrekord, Streckenrekord. Kannst du dir noch mehr vorstellen? Im nächsten Jahr, beim 21. wiederholend. Klingt nach einem Plan. Dem kann ich nichts hinzufügen. Wir gehen zurück ins Studio.